Hallo Elektromike-Freunde. Aus meinen Kommentaren ging hervor, dass ihr euch es gewünscht habt, von der Türklingel Roma 230A die Töne davon hören. Das möchte ich in diesem Video für euch machen. Dazu gehen wir aber an eine andere Position und dann kann ich euch das besser erklären. Das ist jetzt die Chroma 230A ohne Deckel. Das durchsichtige Gerätchen hier, seht ihr, wie ich das schon gekennzeichnet habe, ist für die Lautstärke. Wir machen es aber jetzt nicht so laut, weil es könnte auch sein, dass ich später im Video nochmal regulieren muss. Kann man auch hier nochmal runterlesen. Hier steht Volume drauf. Mit der T1-Taste könnt ihr einstellen, ob es blinken soll, ob die Betriebsleuchte hier anbleiben soll. Ist halt gedacht für Leute, die schwer hören oder nichts hören, dass die zumindest ein Blinken haben, wenn es geklingelt hat. Und mit der T2-Taste, die ihr hier seht, können wir die Klingeltöne auswählen. Ihr braucht dann auch nichts mehr weiter tun, als einmal drauf zu drücken und der Ton, der euch gefällt, einfach einmal ablaufen lassen und dann wird dieser Ton für euch gespeichert. Wenn ihr unten am Taster drückt, ist das direkt eingestellt. Fangen wir einfach mal an. Somit sind wir komplett einmal durch. Also es sind schon einige Töne dabei. Ich denke, dass doch für den einen oder anderen der passende Klingelton dabei ist. Ich habe das ganz normale Ding-Dong drin. Mir reicht das völlig aus. Und ihr habt ja auch gesehen, mit dem Lautstärkeregler könnt ihr entweder noch lauter stellen oder leiser. Man hört es auf jeden Fall. Wenn ihr euch diesen Artikel zulegt, wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß damit. Über mir seht ihr immer meine Social Media Links. Freue mich immer über Kommentare, über ein Abo und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Elektromike.